In den dunkelsten Meereshöhlen kommen sie zum Vorschein. Laternenträger ist der passende Name dieses Fisches. Er besitzt ein raffiniertes System, um sich in der dunklen Welt zurechtzufinden. Eine Art eingebaute Kopflampe. Unterhalb der Augen befinden sich Leuchtorgane, sogenannte Photophore. Eine Art Augenlid öffnet oder schließt das aktive Leuchtorgan, je nach Bedarf. Das Licht wird durch Milliarden von Leuchtbakterien erzeugt, die in mikroskopisch kleinen Röhrchen sitzen.